Ein Vertriebler ist wie ein Stürmer. Der Stürmer bekommt den Ball und versucht, ein Tor zu erzielen. Ein Vertriebler bekommt ein Lead oder einen Termin gelegt und versucht, den Abschluss zu machen. Und am Ende zählen beim Fußball, wer hat die meisten Tore geschossen. Und im Vertrieb zählt am Schluss auch nur eins, und zwar, hast du einen Abschluss gemacht oder nicht. Und wenn wir uns so einen Sales-Prozess anschauen, dann steht ganz hinten im besten Fall der Abschluss. Genauso wie bei einem Fußball, bei einem Angriff, steht am Ende im besten Fall ein Tor. Die Frage ist jetzt, wo bekommt der Vertriebler zum ersten Mal in Kontakt mit dem Lead? Also das heißt, wann ist das erste Gespräch? Man würde jetzt vermuten hier, ne, am Anfang vom Sales-Prozess. Ist aber nicht so. Das erste Mal, dass ein Vertriebler, also ihr selbst oder jemand aus eurem Team, mit dem Lead in Kontakt kommt, ist erst hier. Genau wie beim Fußball ist es so, der Stürmer schießt das Tor nicht alleine. Der braucht eine gute Vorlage. Und die Entstehung des Tors passiert schon lange, bevor der Ball wirklich im Netz ist oder bevor der Stürmer das erste Mal den Kontakt zum Ball hat. Und so ist es bei euch auch. Weil überlegt mal, der Lead, der Interessent, der ist schon lange im Kontakt mit euch. Der sieht euer Marketing online, der ist auf eurer Webseite, der spricht vielleicht mit anderen Menschen, die bereits bei euch gekauft haben. Das bedeutet, der Großteil von eurem Sale, von eurem Abschluss, der Großteil passiert, bevor ihr das erste Mal mit eurem Interessenten überhaupt sprecht. Genau wie beim Fußball, der Robert Lewandowski schießt ihn vielleicht am Ende rein. Aber die gute Vorarbeit, ohne die hätte es nicht geklappt. Und ich will euch heute erzählen, wie ihr es schafft, eine 80-prozentige Abschlussquote zu erzielen. Und zwar ohne, dass ihr eure Skripte verändert, ohne dass ihr eure Vertriebler nachschult, bessere Vertriebler einstellt. Wir wollen darüber sprechen, wie ihr eine 80-prozentige Abschlussquote erzielt, ohne dass ihr irgendwas an eurem Vertrieb ändert, sondern nur an dem, was davor passiert, an eurem Marketing. Wie viele von euch haben 80% Abschlussquote? Das sind ganz schön wenige Hände. Wie viele von euch hätten gerne 80% Abschlussquote? Okay. Wer von euch meldet sich nie, egal wie die Frage ist? Sehr gut, wenigstens seid ihr ehrlich. Sonja hat mich eben schon vorgestellt. Mein Name ist Jonas. Ich bin der Geschäftsführer und Gründer von Loftfilm. Ja, wir machen die Erklärvideos, die wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Landeseiten.de haben wir übernommen. Auch das hat Sonja gesagt. Das ist wichtig für euch zu wissen, weil alles, was ich euch jetzt erzähle, kommt aus der Praxis. Ja, das bedeutet, das ist kein Theoriewissen, kein Buchwissen. Wir haben mittlerweile über 3000 Kundenprojekte gehabt und wir sehen genau, was funktioniert bei denen, was funktioniert bei uns und was funktioniert nicht. Und das möchte ich euch jetzt mitgeben. Das zum Beispiel ist Terumi. Terumi ist eine Kundin von uns. Und Terumi hat eine Japanisch-Sprachschule. Sie bringt also Menschen bei, Japanisch zu lernen. Ja, Japanisch ist eine sehr, sehr schwierige Sprache. Und Terumi hat ein echt geiles Konzept, wie sie schafft, Menschen Japanisch beizubringen. Sie hat super Lehrer, sie hat einen Online-Kurs und hat aber ein großes Problem gehabt. Und zwar, dass ihre Konkurrenz billige Apps sind, Wörterbücher, Volkshochschulen, also viele andere Anbieter, die auch sagen, hey, bei uns lernst du Japanisch. Mit einem Unterschied, die sind viel günstiger. Weil Terumis Sprachschule, die betreiben echt großen Aufwand. Alleine schon diese Lehrer zu bezahlen, die ein 1-zu-1-Coaching, 1-zu-1-Training mit den Schülern machen. Und das Problem ist, dass sie oft gehört hat, ja, wieso soll ich zu euch kommen? Ich kann doch auch eine Sprach-App für 20 Euro im Monat mir installieren. Also, was ist die Lösung? Einfach billiger werden, um preiskompetitiv zu sein, Qualität runtermachen? Natürlich nicht. Die Lösung ist, wir müssen schaffen, diesen Menschen da draußen zu zeigen, warum ist es das wert, zu dieser Sprachschule zu gehen. Ja, warum soll ich nicht 20 Euro für die App zahlen, sondern ein paar tausend Euro, um hier Japanisch zu lernen. Und was wir uns dann überlegt haben, gemeinsam mit ihr, ist folgender Slogan, der sich durchzieht durch ihr gesamtes Marketing. Also wir sehen hier zum Beispiel einen Loftfilm, den wir für sie gemacht haben. Und ihr seht es unten in der Headline von dieser Facebook-Anzeige. Learn Japanese in just 2 months. Das ist das eine Besondere, was keine App, kein Wörterbuch, kein anderer Kurs leisten kann. Du lernst in nur 2 Monaten Japanisch.
Das Gleiche zieht sich auch hier durch. Auf der Landeseite, die wir gemacht haben, in nur 2 Monaten. Super schnell. Und damit haben wir ein Problem gelöst für den Kunden, das jeder Kunde hat, der überlegt, Japanisch zu lernen. Ich will Japanisch lernen, ja, aber ich will dafür nicht 12 Monate brauchen. Ich will dafür auch nicht jeden Tag 6 Stunden an der Handy-App sitzen müssen. Und gerade mal 2 Monaten Japanisch zu lernen, ist ein richtig starker Claim. Und seit der Zusammenarbeit ist der Umsatz von ihr, von Terumi, von unter 10.000 Euro im Monat auf konstant 50.000 Euro im Monat gewachsen. Und sie hat es auch viel einfacher in den Verkaufsgesprächen. Weil die Leute fragen nicht mehr, wieso seid ihr teurer. Die haben gehört, wow, in 2 Monaten Japanisch lernen, das will ich. Das ist sexy. Das ist das erste wichtige Learning für euch. Ihr müsst es schaffen, euer Angebot unwiderstehlich zu machen. Ihr müsst euer Angebot so kommunizieren, dass die Leute sich dumm fühlen würden, wenn sie nicht zu euch gehen. In 2 Monaten Japanisch lernen, natürlich gehe ich zu ihr und nicht zu irgendeinem anderen Anbieter. Ein anderes Beispiel bei uns bei Loftfilm, wir sagen, wir machen nicht nur das Erklärvideo, wir helfen dir auch, das Erklärvideo einzusetzen, weil sonst bringt es dir nichts. Und das ist ein großer Unterschied zu allen anderen Mitbewerbern. Und wenn Leute zu uns ins Beratungsgespräch gekommen, ins Verkaufsgespräch, die fragen nicht, was unterscheidet euch von den anderen. Die sagen, wir wollen zu euch, weil wir wollen ja nicht nur einen bunten Cartoonfilm, wir wollen auch wissen, wie wir den einsetzen, damit er sich lohnt. Also überlegt euch, wie ihr es schafft, euer Angebot so unwiderstehlich zu machen, die eine Sache, die ihr besser könnt als jeder andere, die eine Sache, für die ihr bekannt werden möchtet. Und dann kommuniziert ihr das überall die ganze Zeit. In euren Facebook-Posts, auf eurer Landeseite, in Marketing-Videos, wenn ihr auf einer Bühne steht, wenn ihr im Beratungsgespräch seid, überall. Die eine Sache, für die man euch kennt. Ja, und nicht 3 oder 4, weil so viel kann sich keiner merken. Das ist die Sprachschule, wo du in 2 Monaten Japanisch lernst. Das ist ein geiler Slogan. Ja, wenn euch das interessiert, abonniert gerne meinen YouTube-Kanal. Ich habe gerade ein Video dazu abgedreht, wie so Slogans noch aussehen können. Ein paar andere Kundenbeispiele. Ja, Jonas Eisert einfach auf YouTube suchen. Kommt die Tage ein weiteres Video, wo es noch mehr Beispiele gibt für euch zur Inspiration. Wenn ihr das jetzt habt, ihr habt so einen Slogan. Ihr habt die eine Sache, für die ihr bekannt werden wollt. Ist jetzt der nächste wichtige Schritt, dass ihr das immer wieder wiederholt. Ihr müsst das nach außen kommunizieren und immer wieder in die Köpfe von eurer Zielgruppe reinhämmern. Und das ist ein bisschen wie beim Fallschirmspringen. Ich mache gerade einen Fallschirmschein und ich kann euch sagen, das ist einer der abgefahrensten Sachen, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Das ist wirklich mit nichts zu vergleichen. Wenn ihr in so einem Flieger sitzt, 4000 Meter über dem Boden seid, mit so einem Fallschirm auf dem Rücken und dann geht die Tür auf und der Wind bläst rein und ihr setzt euch an den Rand von diesem Flieger und schaut nach unten. Und erstmal sagt euer Kopf, du bist doch nicht blöd, du springst da nicht runter. Das Problem ist, da sind 5 andere Springer im Flieger und du sitzt in der Tür, zur Not kicken die dich raus. Und dann fällst du nach unten mit 200 km/h dem Boden entgegen. Du hast ein Höhenmesser am Arm, wo du siehst 4000 Meter, 3900, 3800, 3700, 3600. Der Wind schießt dir ins Gesicht und du weißt, ich muss jetzt gleich den Fallschirm ziehen. Du schaust auf dein Höhenmesser, 3, 2, 1, du greifst und du ziehst den Fallschirm. Und jetzt hoffst du, dass er aufgeht. Und du liegst da, schaust nach oben und jetzt geht der Fallschirm nicht auf. Wisst ihr, was man sich jetzt denkt? Fuck. Und dann im nächsten Moment denkt man sich, ein Glück gibt es einen Reservefallschirm, es gibt einen zweiten Fallschirm. Das Problem ist, du bist in einer absoluten Stresssituation. Du siehst, du fällst immer noch mit 200 km/h, 1500 Meter, 1400 Meter. Und du musst dich jetzt daran erinnern, wie mache ich nochmal diesen Reservefallschirm auf? Da sind nur 2 oder 3 Handgriffe. Du musst deine Höhe checken, du musst den Hauptfallschirm trennen, du musst den Reservefallschirm ziehen und du musst wieder in deine Ausgangslage zurück. Aber du kannst jetzt nicht nachdenken. In dieser Situation kannst du nicht sagen, oh, ich muss nochmal überlegen, wie ging das nochmal? Du fällst. Und deshalb in der Fallschirmschule lernst du das und die trichtern dir das ein bis zum Erbrechen. Du machst diese Bewegung. Höhe checken, rechts ziehen, links ziehen, Ausgangssituation. Höhe checken, rechts ziehen, links ziehen,
Ausgangssituation. Und du machst das wieder und wieder und wieder, bis du dir irgendwann blöd vorkommst. Aber eines Tages wird es passieren, im Schnitt jeder tausendste Sprung. Da wirst du da sein und dann wirst du denken, fuck, ich habe ein Problem. Und dann denkst du nicht nach, sondern du weißt, Höhe checken, rechts ziehen, links ziehen, Glück gehabt. So ähnlich ist bei euren Kunden auch. Eines Tages haben die ein Problem. Eines Tages brauchen die euer Angebot. Und jetzt wäre es genial, wenn ihr die Ersten seid, die direkt im Kopf sind. Ohne dass die groß nachdenken. Instinktiv wissen die, ihr habt die Lösung. Warum? Weil ihr es immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder in die Köpfe eurer Kunden reingehämmert habt. Ein Beispiel dafür ist ein Kunde von uns, Fair Family. Fair Family, wer kennt Fair Family hier im Raum? Ah doch, mindestens die Hälfte. Fair Family hilft dir, ein attraktiver Arbeitgeber zu werden und es geht vor allem darum, dass deine Mitarbeiter glücklich sind und lange bei dir bleiben. Und das ist ein Video, was wir gemacht haben. Ich weiß nicht, ob man es sieht auf der Folie hier, aber 2,5 Millionen Mal wurde das schon ausgespielt hier auf Facebook. Also das wurde wirklich oft immer wieder gezeigt. Aber nicht nur das. Zu Weihnachten haben die einen weiteren Film gemacht, wo es darum ging, hey, was schenkst du deinen Mitarbeitern zu Weihnachten? Sei ein geiler Arbeitgeber, schenk denen was Cooles zu Weihnachten. Dann haben wir einen weiteren Film gemacht, wo der Bär singt, probier's mal mit Fair Family und mach dein Team extrem happy. Und wieder die gleiche Botschaft, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und was passiert jetzt, wenn ein Unternehmer merkt, oh, Mitarbeiter kündigt, der ist unzufrieden gewesen. Oder ich finde keine Mitarbeiter, die bewerben sich alle nicht bei mir. Wie beim Fallschirmspringen, instinktiv denkt er, oh, Fair Family. Und meldet sich dort. Ihr müsst immer wieder auftauchen, immer wieder, so lange, bis die Leute gar keine andere Wahl haben, als bei euch eine Anfrage zu stellen. Ja, bei Fair Family, hier sind Randolph und Felix, 50.000 Euro haben die ausgegeben für Facebook-Werbung. Ja, also an Meta bezahlt, an Facebook. 500.000 Euro Umsatz. Und auch das hilft massiv eurem Vertrieb, weil die Leute plötzlich schon im Kopf entschieden haben, bevor die überhaupt das erste Mal mit euch telefonieren, haben die schon entschieden, ach, ich mache das eh mit denen. Ich kenne die, ich höre andauernd von denen, ich sehe die überall. Und dann kommen die, dann hat es euer Vertrieb ganz einfach. Und dass das funktioniert, habe ich hier noch einen super wichtigen Tipp. Das ist sozusagen die Kirsche auf der Sahnetorte. Und da geht es um eine Einstellung im Retargeting. Wie viele von euch schalten schon Facebook-Werbung? Okay, auch so 30% vielleicht. Viele Facebook-Marketer, auch Facebook-Agenturen, ja, Facebook-Experten machen einen großen Fehler. Und zwar sagen die, jeder, der bereits bei uns eine Anfrage gestellt hat, den schließen wir aus dem Retargeting aus. Das heißt, der soll keine Werbung mehr von uns sehen. Die Logik dahinter ist die folgende. Der hat ja schon angefragt bei uns, warum sollen wir noch mehr Geld verschwenden, um dem Werbung zu zeigen? Das ist aber komplett das falsche Mindset. Weil überlegt mal, ihr tragt euch heute bei einer Firma ein für ein Beratungsgespräch. Jetzt habt ihr in 5 Tagen das Erstgespräch und nochmal in 4 Tagen das Beratungsgespräch. Stellt euch mal vor, in diesen 9 Tagen seht ihr jeden Tag Werbung von denen, überall. Glückliche Kunden, so arbeiten wir, das solltest du über uns wissen, jeden Tag. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr jetzt kauft, ist viel, viel größer. Das bedeutet, nicht Leads aus dem Retargeting ausschließen, sondern weiterhin allen Interessenten Werbung zeigen. Übrigens auch euren Kunden, weil die könnten wieder Kunde werden, die könnten wieder was kaufen. Also alle Menschen eurer Zielgruppe die ganze Zeit bombardieren mit eurem Marketing. Und wenn ihr das macht, dann könnt ihr etwas schaffen, was auch unser Kunde Michael geschafft hat. Weiß jemand, was das hier ist? Das ist ein Gerät, das für jeden von euch absolut lebenswichtig ist. Wer hat heute eine Luxusuhr an? Traut euch, ihr müsst euch nicht schämen. Keine Luxusuhr könnte gebaut werden ohne das. Wer ist im Auto hier? Schon mehr. Kein Auto kann gebaut werden ohne dieses Gerät. Ja, in der Produktion, in der Industrie ist das absolut lebenswichtig, das nennt man eine Spindel. So, diese Spindeln, die treiben große Maschinen an. Das Problem ist, diese Spindeln, die drehen sich und die schleifen und die gehen regelmäßig kaputt. So, und wenn so eine Spindel kaputt geht, dann hat der Produktionsleiter ein großes Problem. Dann steht nämlich seine Produktion still und er kann nicht produzieren. Der hat die ganzen anderen Maschinen, der hat seine ganzen Mitarbeiter, aber er kann nicht produzieren und das kostet ihn richtig viel Geld. Jetzt muss er schnell eine Lösung finden und er überlegt direkt,
soll ich die reparieren lassen? Soll ich eine neue kaufen? Welche Anbieter gibt es überhaupt? Wie funktioniert das? Und er hat jetzt aber keine Zeit. Er hat keine Zeit, mal 3 Beratungsgespräche zu machen und mal ein bisschen zu recherchieren, weil jede Minute, die er jetzt nicht eine Lösung hat, steht seine Produktion und kostet ihm Geld. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass ihr diese Fragen, die eure potenziellen Kunden haben, zum Beispiel, wie läuft die Zusammenarbeit ab? Wie lange dauert das? Was brauche ich? Was sind die Kosten? Dass ihr die im Vorfeld beantwortet, im Marketing. Ihr werdet gegebenenfalls gar nicht die Chance haben, dem Interessenten das im Beratungsgespräch zu erklären, weil der gar nicht ins Beratungsgespräch kommt. Ihr müsst das schon im Marketing machen. Und hier zum Beispiel dieses Video, ihr seht, das ist ein echt nischiges Thema, ne? Spindelreparatur. Das hat hier 300.000 Aufrufe auf YouTube, das Video. Unser Kunde hat gesagt, also er hat mittlerweile über 1 Million Euro Umsatz gemacht mit diesem Film, und er hat gesagt, er hat Kunden, die rufen bei ihm an und die sagen, hey Michael, das letzte Mal habe ich die Spindel bei der Konkurrenz reparieren lassen, ich habe euren Film gesehen, ich finde das geiler, wie ihr das macht, ich will jetzt zu euch wechseln. Ja, die sind zu ihm gewechselt. Die hätten sich gar nicht eingetragen für ein Beratungsgespräch, weil die sagen, ich habe doch schon jemanden, der meine Spindel repariert. Aber dann die richtigen Fragen beantwortet, wie arbeiten wir, wie lange dauert das Ganze, wie ist unser Prozess. Und der Kunde versteht, Moment mal, dieser Anbieter ist viel besser als mein aktueller. Klärt häufige Fragen im Marketing bereits. FAQ auf der Webseite, klar, ist das eine, aber auch im Retargeting zum Beispiel. Also klärt diese Fragen auch im Social Media Posts. Wie läuft eigentlich eine Zusammenarbeit bei Loftfilm oder mit Loftfilm ab? Wie lange dauert es eigentlich, bis du dein Erklärvideo hast? Das könnte der eine Grund sein, warum ihr noch keine Anfrage gestellt habt, weil ihr denkt, oh, das dauert mir zu lang, zu viel Zeit invest. Jetzt seht ihr den einen Post, ah, nur 2 Stunden meiner Zeit, cool, ich stelle eine Anfrage. Und wenn ihr das gemacht habt, häufige Fragen geklärt, ihr habt euer Angebot wirklich auf den Punkt gebracht, ihr habt gezeigt, was macht euch anders als alle anderen, ihr habt das immer wieder in die Köpfe reinbekommen von eurer Zielgruppe, dann wird eins passieren. Und zwar werden Menschen auf Google gehen und sich überlegen, ich habe ja Interesse, mit dieser Firma zu arbeiten, aber bevor ich jetzt eine Anfrage stelle, möchte ich noch einmal googeln, ob die was taugen. Und dann schreiben die in Google den Namen von eurer Firma plus das Zusatzwort Erfahrungen. Und alles, was ihr vorher gemacht habt, könnt ihr jetzt wieder kaputt machen, wenn die jetzt schlechte Dinge über euch finden. Wenn sie gar nichts finden, ist übrigens auch nicht gut. Das wirkt dann so, okay, ich sehe die überall, aber auf Google findet man gar nichts. Die scheinen vielleicht doch nicht so seriös zu sein. Deshalb zum einen, ihr müsst gute Ergebnisse liefern. Das ist absolut entscheidend. Langfristig, ihr könnt Scheiße verkaufen, aber das wird langfristig nicht funktionieren. Das wird euch auf die Füße fallen. Aber das reicht nicht. Ihr müsst auch nach außen kommunizieren, dass ihr glückliche Kunden habt. Und dazu gibt es einige Möglichkeiten, die ich euch mitgebracht habe, die ihr direkt jetzt umsetzen könnt. Punkt Nummer 1, naheliegend, treibt aktiv Bewertungen ein. Aber nicht nur sagen, so eine E-Mail, vielen Dank für die Zusammenarbeit, bitte bewert uns noch. Ruft die Leute an. Ruft die an und sagt, hey, hat alles gepasst, bist du zufrieden, kannst du uns eine Google-Bewertung schreiben. Wenn die es nicht machen, ruft die nochmal an und sagt, hey, du wolltest doch noch eine Bewertung schreiben, kannst du das bitte noch machen. So. Schau mal, wir haben hier 420 und 160, ja, also ungefähr 580 Bewertungen auf Google und Trustpilot. Das sind auch alles echte Kunden. Aber einen Großteil davon haben wir angerufen, aktiv gefragt, hey, wäre es okay, wenn du uns eine Bewertung schreibst? Das hilft. Gut, das war naheliegend. Ich gebe euch noch 2, 3 Tipps, die vielleicht nicht so offensichtlich sind. Schaut mal, was wir hier gemacht haben. Das ist ein Artikel, den hat eine Redakteurin von Ruben, also hier vom DCF-Verlag, geschrieben. Die haben uns angefragt und gesagt, Herr Jonas, wir würden gerne ein Interview machen. Ja, zum Thema Loftfilm, finden wir spannend. Er sagt, hey, lass uns doch Folgendes machen. Anstatt, dass ihr mich interviewt, interviewt doch mal einen Kunden von uns. Hat ein Kunde erzählt über die Zusammenarbeit. Und wir haben in die Headline, also in den Titel von diesem Artikel, reingeschrieben, Erfahrungen mit Loftfilm. Jeder, der sich jetzt mit SEO ein bisschen auskennt, weiß, dass wenn jemand bei Google nach Loftfilm-Erfahrungen sucht und es gibt auf der anderen Seite einen Artikel, in dem Loftfilm-Erfahrung im Titel steht, dann denkt Google, dieser Suchende
sucht vermutlich gerade genau diesen Artikel. Und das heißt, der wird ganz oben angezeigt. Also geht auf Ruben zu und nicht immer nur euch selbst interviewen lassen. Setzt doch mal einen Kunden ins Interview und macht einen Artikel mit ihm. Das Gleiche funktioniert mit Testimonials. Ihr ladet die auf YouTube hoch und ihr schreibt in jedem Titel Erfahrung mit Firmenname. Erfahrung mit Firmenname. Das rankt, weil Google und YouTube gehört auch zusammen. Ja, das bedeutet, wenn jemand auf Google sucht, Erfahrung mit Loftfilm, und es gibt auf YouTube ganz viele Videos, Erfahrung mit Loftfilm, Erfahrung mit Loftfilm, Erfahrung mit Loftfilm, werden die oben angezeigt. Das heißt, YouTube-Erfahrung. Das nächste, macht eine Seite auf eurer Webseite loftfilm.de/Erfahrungen. Gleiches Spiel. Loftfilm-Erfahrung steht in der URL. Wenn jemand auf Google sucht, Loftfilm-Erfahrung, denkt Google, hey, der könnte genau diese Seite hier suchen. Das heißt, ihr könnt entscheiden, was ein potenziell suchender Kunde findet über euch, wenn er nach euch sucht. Und dann sieht es zum Beispiel so aus, Loftfilm-Erfahrung, ihr seht, viele positive Bewertungen, die ganzen YouTube-Videos, ganz unten Erfahrung mit Loftfilm, wenn man ein bisschen weiter runter scrollt, kommt der Artikel. Das heißt, wenn wir es schaffen, unser Angebot so zu präsentieren, dass unsere Kunden sagen, ich will zu Loftfilm, die sind die Besten, die machen was Besonderes, ich wäre blöd, wenn ich nicht dahin gehe. Wenn wir es dann schaffen, das immer wieder in die Köpfe reinzubekommen, wenn wir es schaffen, alle Fragen vorzuklären und dann suchen die nochmal, kurz bevor die eine Anfrage stellen oder zwischen Erstgespräch und Beratungsgespräch, suchen die nochmal und dann finden die das, dann hat der Vertriebler nicht mehr viel zu tun. Der muss im Prinzip nur noch ein Angebot rausschicken und sagen, hier ist der Preis, lass uns noch einen Termin fürs Kickoff machen und let's go. Also überlegt euch, was man findet über euch, wenn man auf die Recherche geht, auf die Suche und beeinflusst das auch. Das ist auch nicht unmoralisch, solange ihr nicht irgendwelche Fake-Bewertungen oder Fake-Kunden vor die Kamera setzt. Das ist einfach nur intelligent. Wenn ihr das macht, wenn ihr diese Dinge umsetzt, werdet ihr viel, viel wärmere Anfragen bekommen. Die meisten Kunden, die bei uns im Beratungsgespräch sitzen, die sprechen gar nicht mehr mit der Konkurrenz. Die wissen vorher schon, dass sie kaufen. Ihr werdet kürzere Verkaufsgespräche haben. Ihr werdet weniger Einwände bekommen. Die wissen ja die ganzen Antworten eh schon. Ihr werdet eine höhere Abschlussquote haben und als schönen Nebeneffekt werdet ihr auch noch mehr Anfragen bekommen. Und um zurückzukommen auf die Fußballmetapher, ja, ein guter Stürmer ist wichtig. Es ist auch wichtig, dass ihr gute Vertriebler habt oder dass ihr gut im Vertrieb seid. Und ja, manchmal hat man auch den Ausnahmestürmer, der auch mal einen schweren Ball reinschießen kann. Und ihr habt vielleicht mal einen Vertriebler, der einen total verkorksten Lead doch wieder zurückholt und doch überzeugt, dass ihr der richtige Anbieter seid. Aber manchmal steht im Sturm auch einfach ein Thomas Müller und der muss einfach angeschossen werden, dass der Ball reingeht. Und dazu braucht ihr eine gute Vorarbeit. Dazu muss der Rest vom Team ihm den Ball richtig hinschießen, dass er mit seinen zwei linken Füßen doch irgendwie das Tor trifft. Wenn ihr das machen möchtet, wenn ihr sagt, oh, ich habe da Lust dazu, ich möchte mein Marketing verbessern, kommt gerne auf uns zu. Wir sind den ganzen Tag noch hier mit unserem Messestand. Auch einige aus unserem Team sind hier mit dabei. Ja, wenn ihr auch nur ein Feedback haben wollt oder eine Idee, wenn ihr sagt, hey Jonas, was ist mein eines großes Ding, mein one big idea, was könnte das sein? Kommt gerne auf uns zu, sprecht uns gerne an, würde mich sehr freuen und denkt immer daran, beschäftigt euch damit, kümmert euch darum, weil euer Unternehmen hat großartiges Marketing verdient. Vielen Dank.